Hallo! Wenn man denn schon eine Ansprache hat. Ich möchte mich zuerst mal recht herzlich bedanken, dass so viele Leute sind gekommen, an die erste Galerie, Vernissage vom Heinrich Gartentor. Diese Vernissage findet anlässlich zu seiner ersten Galerieausstellung statt und gleichzeitig zum letzten Ausstellungsblock von der LDR, von der Links Düflo Ratsch Galerie. Die Links Düflo Ratsch Galerie besteht seit fast 4 Jahren jetzt, nachdem dass sie eigentlich ursprünglich ist vorgesehen war, für 6 Monate Lebensdauer, hat aber immer weiter funktioniert und hat eigentlich der Galerie enorm viel gebracht, neue Inputs gebracht, uns mit Künstlern zusammengebracht, die wir vielleicht sonst nie hätten lernen können. Hat mir persönlich auch zu einem enormen Lernprozess verholfen. Ich muss mich für das auch beim Heinrich bedanken. Es wäre eigentlich jetzt dran, vielleicht schnell eine kurze Zusammenfassung zu machen zu der Ausstellung rechts von Heinrich. Es geht da darum, nicht nur um Malerei, sondern auch um ein Manifest. Ihr habt sicher alle gesehen, dass die Bilder alle 2 Preise haben. Vielleicht wird das der Heinrich näher erläutern, oder soll ich das machen? Das kannst du auch machen. Genau, vielleicht. Also, mich ärgert es ja immer, dass im Kunstmarkt irgendwann einmal vielleicht Leute ganz viel Geld kassieren, aber die das Bild gemacht haben, das eben nicht haben bekommen, das Geld. Und darum ist die Idee ganz einfach, es gibt 2 Preise, Teufel, und dann muss man mich einfach nach einem Weiterverkauf mit 30% beteiligen und jeder Weiterverkauf muss das so passieren. Und dann gibt es eben so einen Buy-out-Preis, wo man sich mit etwas mehr Geld von all diesen Verpflichtungen freikaufen kann. Und für mich wäre es eigentlich das Beste, wenn sich das System durchsetzen würde. Ein bisschen angedenkt hat es vor 100 Jahren der C.A. Losli, ihre Ausgabe von Schweizer Kunst. Der Tier hat einen Satz darüber, wo er sich einfach sagt, eigentlich müsste es möglich sein, dass man weiter Geld verdienen könnte an diesen Werken, die schon verkauft sind. Es gibt mittlerweile das Folgerecht, aber das ist so bürokratisiert und so kompliziert und es bringt so wenig, dass es sich fast nicht lohnt, das Folgerecht zu haben. Aber das wäre so ein privatwirtschaftlicher Ansatz, der mir natürlich als Kleinunternehmer sehr gut gefällt. Und, für die, die nicht viel Geld haben, die können das Bild billig kaufen. Für die, die Geld verdienen wollen, können das Bild jetzt eben teuer kaufen. Merci vielmals, jetzt darfst du wieder reden. Also, wunderbar. Es wäre dann an mir eigentlich anlässlich von dem letzten Ausstellungsblock von der Links Düflo Ratsch Galerie, die auch eigentlich könnte anders heissen, wenn sie würde zügeln. Leider haben wir aber nie Galeristen gefunden, die sich bereit erklärt, das Risiko auf sich zu nehmen. Aber trotzdem würde ich das Konzept jetzt gerne noch mal verlesen. Wir haben das schon ein Zeitchen nicht mehr gemacht, weil nämlich der Anschlag alleine eigentlich auch hätte genügt. Aber heute darfst du ganz langsam lesen, musst du überhaupt nicht pressieren. Sonst wäre es nämlich an eine Zeitlimite gebunden, ursprünglich. Also, die Galerie Links. Die Galerie Links ist eine eigenständige Galerie im herkömmlichen Sinne. Sie stellt Kunst aus und verkauft diese. Sie kann an verschiedenen Standorten existieren. Bedingung ist, dass sie sich stets links einer bereits bestehenden Galerie befindet und der Name links in deren bestehenden Name integriert werden kann. Die Galerie Links ist eine raumgebundene Installation von Heinrich Gartentor, die nach Schließung der Galerie Links abgebaut und als eigenständige Installation andernorts wieder aufgebaut wird. Wird die Installation in einer anderen Galerie eingebaut, heißt sie je nach Standort Galerie links, vormals links, oder Galerie rechts, vormals links. Wird sie an weiteren Orten in Galerien eingebaut, passt sich der Name entsprechend an als Galerie links, vormals links, oder Galerie rechts, vormals links, oder Galerie rechts, vormals links, oder Galerie links, vormals rechts, vormals links. Die Galerie links zeigt Künstlerinnen und Künstler, die man im Galerienkontext nicht kennt oder längst vergessen hat. Es sind dies Gartentor-Stipendiaten oder Gartentor-Freunde oder Gartentor-Entdeckungen oder Gartentor-Wiederentdeckungen. In jedem Fall gilt, Gartentor wählt sie aus. Die Galerie links wird geführt von der Galerie, deren Name rechts von der Galerie links steht.
Die Galerie links ist nur dann geöffnet, wenn die Galerie, deren Name rechts von der Galerie links steht, geöffnet hat. Ansonsten sind die Werke durch Schaufenster einsehbar. Der Galerist, dessen Name rechts der Galerie links steht, hat für Einladungskarten und Vernissagen des in der Galerie links ausstellenden Künstlers oder der Künstlerin zu sorgen. Der Galerist, dessen Name rechts der Galerie links steht, verkauft die Werke der Galerie links und hat während der Ausstellung des in der Galerie links ausstellenden Künstlers oder der Künstlerin Zugriff auf deren oder dessen Werk und versucht, dieses zu verkaufen. Wie dies Galerien im herkömmlichen Sinne tun, er erhält vom Gesamtverkaufspreis abzüglich den Materialkosten 38%, 6% gehen an Gartentor und 6% fließen in den Linksfonds. Der Linksfonds wird benutzt, um mit der Galerie links Kunstmessen zu bestücken. Es ist darauf zu achten, dass die Galerie, deren Name rechts von Galerie links steht, der Ordnung halber auch auf der Messe rechts der Galerie links steht. Auf der Kunstmesse wird nach Möglichkeit eine Kopie der Galerie links aufgebaut, wenn nicht sogar das Original. Der Galerist, dessen Name rechts der Galerie links steht, darf auch die Galerie links und deren für Kunstmessen gebaute Kopien veräußern. Er erhält vom Gesamtverkaufspreis abzüglich der Materialkosten 50%. Dieser Text ist zwecks besseren Verständnissen der Kunst an Vernissagen laut vorzulesen oder an einer geeigneten Stelle anzuschlagen oder beides. Bei Unklarheiten ist immer im Sinne gartentorschen Denkens und der Kunst zu handeln. Thun, 12. April 2007, um 5.51 Uhr in der Früh bei bestem Wetter und nach einem schlafarmen Nacht, Almenstraße 10 damals noch, zweiter Stock am langen Tisch, Heinrich Gartentor. Es ist wichtig, trotz allem. Trotz allem zu sagen, dass natürlich das Konzept wunderbar war, die Ausstellungen wunderbar waren, die Verkäufe aber nicht so waren, wie wir das gerne uns hätten vorgestellt haben. Trotzdem hat es wahnsinnig gefeckt. Und ja, ich kann nicht begreifen, dass nicht andere Galeristen nicht das Konzept weiterführen wollen. Merci Heinrich, sehr gefällt. Danke. Und jetzt wieder rein anstoßen. Ben. Gut. So, nicht mein Text. Mach nicht auf. Ciao, merci, du bist gekommen. Ciao.